Hi Ladies! Sabine fragte mich nach einem sportlichen und vielseitigen Outfit. Und da habe ich ihr hier ein wunderschönes Outfit zusammengestellt, was genau ihre Kriterien zu 100% erfüllt. Doch bevor ich jetzt hier im Detail verfalle, wenn ihr die Bilder groß sehen wollt, alle Tipps und Tricks, dann klickt hier einfach drauf oder unterhalb vom Video findet ihr auch nochmal alle Details dazu, damit ihr nichts verpasst. Vielseitig und sportlich? Da passt ein Jeanskleid wie die Faust aufs Auge. Denn wie ihr seht, habe ich hier ihr ein Jeanskleid herausgesucht, was einen sehr, sehr schönen Schnitt hat, knielang ist und die Raffinessen im Detail liegen. Denn zum Beispiel der Kragen ist extra bedruckt, damit er ein bisschen adrett wirkt, obwohl ich ihr sagen würde, dadurch wirkt es ein bisschen zeitlos und durch das Zeitlose ist es wiederum sehr vielseitig. Und wenn man sich es von hinten anschaut, ist der Verschluss natürlich mit einem schönen langen Reißverschluss gebildet, aber nicht bis ganz oben zu, sondern nochmal ein kleiner Schlitz, wo der Rest mit einem Knopf im Genick verschlossen wird, dass das Ganze nochmal einen kleinen verspielten Touch gibt. Und im Taillenbereich könnt ihr wirklich zig verschiedene Gürtelarten euch drumlegen. Das ist wirklich. Es passt einfach und das ist das Vielseitige daran. Aber vielleicht mein Tipp, nicht zu einem großen Gürtel, breiten Gürtel zu nehmen, vielleicht lieber einen schmalen. Das sieht einfach ein bisschen eleganter aus und unterstreicht dann einfach eure Taille. Und das ist doch ein Kleid, was man wirklich vielseitig tragen kann. Aber es war natürlich auch noch der Punkt sportlich dabei. Und sportlich, da komme ich jetzt dazu, denn zu diesem Kleid empfehle ich diese Sweaterjacke in einem rot melierten, webten Ton. Und die ist wirklich erstmal vom Material her so richtig schön kuschelig weich, dass man wirklich das als Lieblingslage schon tragen würde wollen. Aber zu diesem Kleid passt so eine Jacke und automatisch habt ihr da ein sportliches Outfit daraus gemacht. Und wenn man noch eins draufsetzen will, dass man sagt, man will halt nicht nur sportlich sein, sondern auch noch ein bisschen diese Abenteuerlust nach außen strahlen, da empfehle ich euch solche wunderbaren Stiefel mit Schnallen und am besten kein Glattleder, sondern wirklich ein bisschen wild aufgerautes Leder, damit dieses wilde, abenteuerliche rauskommt und habt somit ein vielseitiges, sportliches Outfit, was trotzdem noch sehr elegant und weiblich wirkt. Und vielleicht hier nochmal ein i-Pünktchen draufsetzen, um diese Eleganz in das Verspielte reinzubringen, empfehle ich immer wieder ein bisschen Schmuck zu spielen. Und da habe ich ja hier eine wunderschöne Kette herausgesucht, wo die Glieder komplett alle aus kleinen Herzen sind. Und dieses Silber, dieses Funkeln am Armgelenk dann, tut das Ganze nochmal ein bisschen aufwerten. Und dann hat Sabine wirklich ein Outfit, was sie sich gewünscht hat. Und wenn ihr wie Sabine ein Outfit genau auf euch zugeschnitten haben wollt, dann schreibt mir einfach unten in die Kommentare so genau wie möglich, zu was für ein Anlass ihr geht, wie ihr aussieht, was eure Voraussetzungen sind und so weiter und so fort. Also so detailliert wie möglich. Und dann kann ich vielleicht morgen schon so ein Outfit genau auf euch zugeschnitten online stellen und hoffentlich damit glücklich. Und damit ihr das nicht verpasst, könnt ihr mich hier oben einfach auf mein Logo abonnieren und verpasst in Zukunft kein Video, kein Outfit und die dazugehörigen Deals. In diesem Sinne, sportfrei auf Deutsch gesagt, weil sportlicher geht es wirklich fast gar nicht mehr und schönen Abend noch.